Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP, sowohl mit einem Informationsvideo als auch mit einem kleinen Dankeschön-Video. Ja, muss auch mal sein. beginnen möchte ich aber ganz gerne mit ein paar Informationen. Und zwar Thema Nummer 1, Abonnentenschwund. Ist euch vielleicht aufgefallen, hab jetzt auch schon Rückfragen dazu bekommen, via PN und auch auf meinem Kanal, warum meine Abonnenten so stark abnehmen in den letzten Tagen. Also es sind jetzt knapp 200 Abonnenten, die ich seit dem Wochenende verloren habe. Das liegt meines Wissens, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber meines Wissens daran, dass YouTube aktuell wieder groß reinemachen macht, sprich inaktive Kanäle halt von den Abonnenten abgezogen werden, was ja im Grunde auch okay so ist, um Gottes Willen. Ja, ist ja auch gut so. So hat man eigentlich immer den aktuellen Stand, wie viele Leute sind es denn jetzt tatsächlich. Es bringt ja nichts, wenn man von 9000 Abonnenten 500 Kanäle gesperrt sind und die trotzdem zur Gesamtzahl dazugezählt werden. Ist ja sicherlich auch nicht so förderlich. Insofern ist das schon in Ordnung, macht euch da mal keine Gedanken. Ich hingegen müsste mir Gedanken machen, wenn sich herausstellt, dass das doch jetzt insgesamt 200 Leute waren, die mich einfach so deabonniert haben. Ich glaube, dann müsste ich nochmal mein Konzept überdenken. Aber gut. Ja, nur das zu einem Abonnentenschwund. Ansonsten noch als Information, Deponia. Da bin ich jetzt aktuell wieder im Kontakt mit Poki. Ich wurde jetzt erstmal gebeten, nochmal bis Juni zu warten und dann nochmal eine Anfrage zu stellen. Rechnet also mal damit, dass es so im Laufe des Junis weitergeht. Es fehlt ja auch nicht mehr viel und dann ist das Projekt soweit auch abgeschlossen. Ja, also Deponia wahrscheinlich dann nächsten Monat irgendwann. Ja, gut. Ansonsten noch als Information, ihr habt ja gesehen, Arrow the Acrobat ist jetzt gestartet. Kommt auch besser an als die meisten anderen Projekte, die derzeit laufen. Muss ich sagen, also hat mich dann doch bisher positiv überrascht. Und das ist auch ganz gut so, weil das ist so, Arrow the Acrobat ist so ein bisschen der Auftakt zu der Marschrichtung, die ich in nächster Zeit ganz gerne wieder gehen würde. Wieder ältere Projekte zu zeigen, wieder ältere Spiele, die noch nicht so oft Let's Played worden sind. Das war ja auf meinem Kanal früher hauptsächlich. Hat sich dann in den letzten Monaten geändert, als ich sehr viele exklusive Titel gemacht habe, oder neuere Titel zumindest. Also die ganzen Daedalic Adventures oder Sonic Generations, Knights und Sin and Punishment, die aktuell laufen, sind ja jetzt auch Spiele der eher neueren Generation. Und ja, insofern wird es da auch einfach mal wieder Zeit für, dass ich da so ein bisschen wieder in meine alte Richtung gehe. Es scheint ja auch ganz gut anzukommen bei euch. Also das freut mich dann, dass Arrow the Acrobat bisher so gut angenommen worden ist. Und ja, nur dass ihr da in etwa wisst, wie es dann die nächsten Wochen aussieht. Also nach Arrow the Acrobat wird dann wahrscheinlich das ein oder andere Retro-Projekt dann auch noch folgen. Exklusiv dann wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, nächsten Monat der Fall John Yesterday endlich. Ich habe es ja schon lange angekündigt und ich krieg's aber derzeit nicht hin, das Spiel zu spielen, weil mein PC nicht so mit dem Spiel zurechtkommt. Ich werde wohl generell einen neuen Computer brauchen und das kann jetzt aktuell, kann das noch 2-3 Wochen dauern, vielleicht sogar noch länger, muss man mal abwarten. Und ja, deshalb verschiebt sich der Fall John Yesterday nach hinten, es ist wieder jede Menge Platz für Retro-Projekte und ja, die ganzen Gastkommentator-Projekte, die momentan laufen, die meisten davon werden auch nicht ewig dauern. Deponia ist wie gesagt bald abgeschlossen und Sin and Punishment dauert auch nicht ewig lange. Super Mario 74 sind wir eigentlich auch relativ weit schon, da fehlen ja eigentlich auch nur noch 10 Sterne und dann werden wir den Endboss machen. Also, dass ihr da Bescheid wisst. So, ja, nur so mal als Information nebenbei. Okay, das soweit zu den Informationen. Ihr habt den aktuellen Stand. Jetzt möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken. Ja, zum einen bei dem Herrn hier, der mir auch dieses Info-Video-Dingenskirchens hier gebastelt hat. Laurenor 2 Zorro, bei ihm möchte ich mich nämlich bedanken, dass ich jetzt dieses tolle Weehawk LP Banner habe, was über meinen Videos angezeigt wird. Dieser tolle Schriftzug Weehawk LP mit dem König nebendran. Perfekt. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir das designt hast. Ich bin ja jetzt seit einer knappen Woche Partner und so langsam nimmt's Formen an.
Kanalbanner ist jetzt soweit auch fertig mit netten kleinen Verlinkungen. Vielen Dank dabei an Otzedotze, der das Ganze designt hat, und an Chainsaw Man 16, der die Verlinkungen auf diesem Banner vorgenommen hat. Klickt vielleicht mal drauf, da ist nicht nur Gaming Clerks ist da verlinkt, sondern auch diverse kleine Spielereien, sag ich mal. Diverse kleine YouTube-Videos, die den einen oder anderen vielleicht zum Schmunzeln bringen könnten. Hat er sich sehr viel Mühe mitgegeben, ich bin auch sehr dankbar, dass er mir diesen Code da gemacht hat. Da werde ich auch sicherlich immer mal wieder Änderungen dran vornehmen, an den Sachen, die dort verlinkt sind. Also schaut mal auf jeden Fall rein, das kann immer mal sein, dass ihr da das ein oder andere lustige Video finden werdet. Ja, also vielen Dank dafür an euch drei, dass ihr dafür gesorgt habt, dass das Ganze jetzt mal ein bisschen Formen annimmt, seitdem ich Partner bin. An Otzedotze jetzt auch nochmal wegen der Thumbnails nochmal vielen Dank. Da ist ja momentan bei Arrow the Acrobat sind ja erstmalig selbst erstellte Thumbnails zu sehen. Die stammen auch vom lieben Otzedotze. Vielen Dank dafür. Ja. Okay, ansonsten noch ein Dankeschön jetzt generell hier an die Community, an meine Zuschauer. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich jetzt Partner bin und ich hätte nie damit gerechnet, dass das so positiv aufgenommen wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war da sehr überrascht. Ich hätte eigentlich mit viel mehr negativen Reaktionen gerechnet. Tatsächlich war es dann aber so, dass die meisten echt hingegangen sind und mir gratuliert haben, mir auch nochmal eine PN geschrieben haben, wo sie nochmal privat gratuliert haben und so weiter. Und das fand ich richtig toll. Also viele, die auch gesagt haben, es war längst überfällig, dass ich Partner werde und so. Das ist also richtig toll von euch. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so positiv aufgenommen wird. Und ja, das will ich euch natürlich zurückzahlen, auf jeden Fall. Da ist noch lange nicht Schluss auf meinem Kanal, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, dann natürlich noch herzlichen Dank an die Gaming Clerks, die mich in ihrer Mitte aufgenommen haben, durch die ja der ganze Partnerstatus jetzt erst zustande gekommen ist. Es ist ein sehr nettes kleines Netzwerk. Ich durfte jetzt ein paar Leute etwas genauer kennenlernen und bisher ist das alles noch sehr sympathisch und sehr herzlich und ich finde das richtig klasse. Also bisher macht es riesig viel Spaß, Partner zu sein und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja. Gut. Ja, ansonsten war es das jetzt eigentlich. Ja, das war's. Ihr könnt abschalten. Wir sehen uns bei meinen anderen Videos wieder. Ihr wisst jetzt Bescheid und ja, genau. Viel Spaß noch bei Arrow the Acrobat, Sin and Punishment, Knights, Super Mario 74, Deponia, Pokémon Kristall und was weiß ich, was da alles noch in nächster Zeit kommt. Bis dann!